Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich werde euch heute ein Video zeigen, wie ich die Staubschutzkappen von den Stoßdämpfern in meinem Seat Exeo wechsle. Ja, dann viel Spaß beim Video und haut da rein. Was wollen wir machen überhaupt? Die Staubmanschetten wechseln. Genau. Alles drin hier. Alles drin, alles dran. Alles drin. Stoß ist auf jeden Fall besser. Jetzt haben wir die gespannt. Jetzt müssen wir hier oben. Was war das? 18 glaube ich auch, ne? 16 oder 18. 18 ist in der Kiste drin. Hier die Schraube lösen. Immer achten, dass das Dummlager lose ist. Sonst tut es vielleicht weh. So, immer drauf achten, jetzt lang gebaut hier. Da kommt das schon so mit raus. So, jetzt nehmen wir das neue Staubmanschette. Oh, Staubmanschette kaputt. Jetzt machen wir die neue Staubmanschette ran. Ja, muss das Federbein mal ein bisschen halten hier. Ja? Ja. Hier das Loch treffen. Ne, das ist. Ja, muss ein bisschen prallen. So. Du sitzt da unten in deiner Hut, muss man da wieder achten. Voll drin. Unterlegscheibe. Jetzt kommt die Unterlegscheibe. Domlager wieder einbauen. Domlager einbauen. Immer drauf achten, dass die Feder in der Nut sitzt. Sieht man hier nicht. Hier sieht man. Genau. Hier ist die Feder. Hier ist die Nut. Sollte es ungefähr schon passen. Hier unten haben wir abgedreht, weil das ist genau diese Sache. Da haben wir noch ausgemacht. Domlager. Schön ab. Warte. Ja, das machen wir hinterher. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Feder sitzt. So. Sitzt, ne? Mhm. Einmal so fest. Aber, achso, ja, die können ja dann nur einmal sitzen. Ne? Was? Das Ding ist fest, ne? Ja, drehen kannst du ja sowieso, oder? Hier, ne? So, leuchte mal. Was in der Nut ist. Ich sehe gar nichts. Ja. Nut. Hier auch in der Nut. Das drehen wir hier vorne nochmal fest. 19, ne? Lässt nicht los, ne? Fest. Jetzt können wir einbauen. Kappe ab. Gut. Kamerawechsel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert die Glocke und schreibt doch mal was in die Kommentare, damit das ein bisschen im Algorithmus von YouTube hoch nach oben geht. Okay, dann haut da rein.